Gibt's doch nicht. Sonst standen 1000 Kerzen hier rum. Da hinten. Ich werde das niemals nicht schaffen. Ich muss zu dieser fucking Kerze kommen. Ist hier oben keiner am Stehen? Der ist weg, ne? Gott sei Dank. Alter. Dass das Camp mit Jace wird, alle Kinder entführt. Alter, ich brauche eine Kerze. Vor allem, wer verteilt eigentlich im Wald Kerzen? Muss ich nicht verstehen. Kann mir mal jemand Feuer leihen? Was ist das denn da? Achso, der Wasserturm, ne? Ich dachte schon, es steht da eine Kirche. Sieht im Dunkeln alles ein bisschen anders aus. Ich brauche schon bald eine Brille. Ich habe den Gamma-Wert auch übrigens ein bisschen höher gestellt, damit ihr auch was seht. Bei den Aufnahmen und im Stream ist es immer ein bisschen dunkler. Alter, gibt's doch gar nicht. Wo ist denn hier eine Kerze? Ich habe doch gerade welche gesehen. Hm. Schön. War der Glockenschlag schon? Ich glaube ja, ne? Aber wo ist die Kerze, Alter? Geh weg! Geh weg, lass mich! Geh weg! Geh weg, ich will das überleben, die 3 Uhr in der Nachtschicht. Geh weg! Geh weg! Geh weg, lass mich! Alter, wo ist die, wo sind die Kerzen? Gibt's doch nicht. Alter. Ich will das nicht mehr spielen. Lass mich, da spiele ich lieber Daylight freiwillig. Versprochen. Im Stream. Ja. Mal wieder. Mein Kryptonit. Da sind Kerzen. Ganz viele sogar. Ich komme. Kerzen, ich komme. Oh, ich habe wieder Licht. Ich fühle mich gleich wohler. Weißt du, was sie schon lange nicht mehr gemacht hat, die Tante hier, die hier rumläuft? Also das Häschenkind mich wegteleportiert. Okay, ich möchte nicht zu laut schreien, gleich passiert es gleich, wahrscheinlich. Kann nicht mal die Nacht mal so langsam mal um sein? Es muss doch schon 4 Uhr sein oder so. Und jetzt spawnt gleich dieser Alte mit den Haselohren und erwischt mich. Kurz vor Ende oder so. Pass auf, so wie ich es jetzt sage. Irgendwo da hinten. Da, guck mal, da hinten gräbt schon wieder einer. Siehst du das? Guck mal, Alter. Und da ist eine Kerze da links. Da ist eine Kerze, da gehe ich hin. Die hole ich mir jetzt und dann spawnt da gleich einer vor uns. Ich wusste es. Ich wusste, dass die Kerze ausgeht. Ich hab's gewusst. Mach die Kerze an. 4 Streichhölzer haben wir noch. Okay. Ja, ist doch gut, Alter. Der Kackbus jetzt auch noch. Ich hab gedacht, der hört damit auf. Ich dachte, der kommt nur beim ersten Mal. Jetzt kam der gerade hier wirklich, dieser Scheiß. War die Kerze jetzt im Bus, oder? Ich hatte hier gerade eine gesehen. In the distance. Da war die Kerze und der spawnte da gerade. Das ist doch unfassbar. Geh weg, lass mich. Versuche mal dahin zu kommen. Da. Ne. Wir haben's.
erstmal einen Schluck. Jawohl. It's just a made-up website. I thought the video was fake, but maybe not. Mhm. 4 Uhr. Ich habe Angst, was jetzt passiert. Aha. Schön. Es ist noch dunkler und noch dichter, der Wald. Und es sieht förmlich danach aus, als wäre das... Ist das ein anderer Wald? Hier oben ist eine Kerze. Da, nee, ist derselbe, oder? Nee, ist derselbe. Da ist die Brücke wieder. Aber anders strukturiert, oder? Oder meine ich das nur? Ich kann mich auch irren. Das Spiel macht einen ja fertig. Okay, vielleicht nicht hier reinfallen, sondern erstmal die Kerze sammeln. Ah, guck mal, hier liegt was. Ein Schuh. Ein Fußballschuh. Und ich werde wieder... Aha, ich werde wieder irgendwo anders hin teleportiert. Super. Ich versuche mal so ein bisschen die Augen offen zu behalten nach Collectibles. In der Hoffnung, dass wir was finden. Hör auf, lass das. Da ist der Wasserturm. Ich gehe mal zum Wasserturm. Vielleicht steht da wieder irgendwas Neues zum Sammeln. Ah, nee, guck mal hier. Ich renne mal nicht. Mal gucken, ob wir es schaffen. Hier? Eine Gasmaske? Okay. Da hat wahrscheinlich gerade... Was war das denn? Benny! Hey, Benny! Und der Lillian? Da hat wahrscheinlich gerade jemand Battlefield 1 gespielt. Sie sind tot. Follow the glimmer of candle in the distance. Ja, ich versuch's ja. Yes. Yes, of course. Yes, of course. Yes, yes, yes. Yes, of course. Okay. Probieren wir es nochmal. Na? Haben wir schon gelesen und schon gehört? Ist es immer noch 4 Uhr? Ich glaube nicht. Wir haben es gleich 10 vor... 12. Stimmt. Das kleine Häschenkind erinnert unheimlich an... Was ist denn hier? Erinnert unheimlich... Ich stehe einfach... Natürlich, schmeiß doch einfach mal die Kerze aufs Sofa. Ich zünd das Sofa an, vielleicht brennt es ja im Wald. Dann ist hier genug hell. Dann ist hier genug hell. Das ist auch ein komisches Deutsch. Dann leuchtet es im Wald. Und dann haben wir genug Helligkeit. Genau, das Häschenmädchen erinnert so ein bisschen an den Film Monster AG. An das kleine Mädchen davon. Da hast du recht. Oh, guck mal hier. Eine Lampe. Kann ich die Lampe...
Das war eine Öllampe. Ich wollte es nur mal anmerken. Anstatt sie da einfach dann die Kerze reinstellt. Aber das sind ja schnell abbrennbare Kerzen wahrscheinlich. Die gibt es wahrscheinlich beim IKEA oder so. Stünde mir einfach ins Ohr. Oh, geil. Oh, ich spiele gerne mit kleinen Mädchen. Voll bescheuert. Uah, wieso hänge ich hier fest? Hier läuft wahrscheinlich sind wir so ein Pädophiler oder was, den wir hier gerade spielen. Gruselig. Das ist irgendwie sehr merkwürdig, dieses Spiel. Ich möchte es nur mal anmerken. Oh, guck mal. Da gräbt schon wieder irgendeiner. Alter, geh doch einfach weg. Voll der Wilfried. Was ist das Käschenkind? Sieht aus wie du vom Bob's Burger. Was für ein Bob's Burger, hä? Ich bin's, Wilfried. Ich laufe durch den Wald. Ich will nur gucken, ob alles in Ordnung ist hier. Bei euch im Camp. Da hinten lag noch eine Kerze. Ist es im Bus? Ich glaube ja, ne? Komm, Freddy, Bus bauen. Ja, natürlich. Und ich. Oh, genau. Und spawn direkt im Bus. Willst du mich verarschen? Jetzt gehe ich da wieder hin. Ist mir egal. Alter. Da war sie wieder. Hallo Kinder. Ich möchte mit euch spielen. Kommt raus. Ich hab Schokolade für euch. Ja, ich weiß. Oh Mann. Da stand gerade jemand. Hast gesehen? Alter, wie mies. Hast du das gesehen? Stand einfach mal links am Bildschirmrand gerade. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat in den paar Sekunden. Wie gruselig. Kennst du nicht die Sendung auf Viva? Ich guck kein Fernsehen. Viva. Viva, ich kenne Viva zu Viva-Zeiten noch, wo noch diese dämlichen Jamba-Werbung noch gab. Hör mal zu, ich bin hier und wo... Ich bin hier und wo bist du? Jetzt komm mit mir, ich bin die Party-Jamba-Biene. Diese Jamba-Terror-Organisation, Alter. Da hast du dann angerufen oder hast du dir irgendwie ein Abo bestellt und da wurden die Kinder wohl ausgenommen. Gruselig. Und die haben sich Millionen in die Tasche gesteckt damit. Und das waren nur so dämliche Polyphon-Klingeltöne. Ja, ja, ist gut. Beruhig dich mal. Ja, so kenne ich Viva auch noch. Ja, Viva bestand nur noch aus... Viva bestand quasi nur noch aus Handy... Handy-Klingeltönen-Werbung. Es gab keine Musikvideos mehr. Die Musikvideos waren quasi die Handy-Klingeltöne. Die Polyphonen. Das fand ich so dämlich damals. Was ist denn? Was ist ein Wal? Warum wackelt das Bild so? Da stand jemand. Willst du mich verarschen? Da stand schon wieder jemand. Was? Fick dich, du Kackspiel. Jungchen, da habe ich ja richtig eingeschaltet. Grusel, Grusel, schönen guten Abend. Hallöchen, du hast aber schon was verpasst. Alter, dieses Spiel. Furchtbar. Furchtbar. So, Runde, was ist das? Runde 3 in Episode 4 oder Uhrzeit 4 Uhr? Ich
glaube nicht. Ich glaube 5 vor 12 gleich. Hm. Kennen wir schon. Ging ganz schön lange die Runde, ne? 4 Uhr war schon. War schon lange. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei Yamba-Werbung, genau. Habe ich damals schon gesagt, warum Viva nicht einfach wieder Musikvideos macht, weil ein Musiksender ist für mich Musik und Videos kombiniert in einem und nicht aus einem Musikvideo und 10 Stunden lang dann Werbung für Klingeltöne. Irgendwie, keine Ahnung, das Konzept von Viva habe ich nicht verstanden, aber die haben ja damit genug Kohle verdient anscheinend. Trotz alledem, wie gesagt, ich gucke ja kein Fernsehen mehr. Schon jetzt seit, ich glaube, fast 2 Jahren nicht mehr oder so. Guck nur noch Serien und Filme und YouTube-Videos und Twitch-Streams. Es reicht vollkommen. Das Kontingent ist ausgeschöpft, da kann man echt... Also wer da nichts findet, weiß ich nicht. Und Werbung gibt es ja immer nur diese 3... Ich will nicht wissen, was das ist, was da rumgräbt. Und Werbung, die 30 Sekunden, die da immer laufen, dann lasse ich durchlaufen und fertig. Mein Gott. Oder wenn da mal zum Beispiel so ein Filmtrailer ist, da gucke ich auch dann gerne mal länger. Weil der geht da meistens dann immer so 2 Minuten. Die Zeit nehme ich mir. Weil dann habe ich die Werbung weg und dann habe ich auch erstmal ein bisschen Ruhe, bis Werbung kommt. Bei Bings im Fernsehen, das nervt mich immer im Fernsehen, immer dieses, du guckst einen Film, ne, nehmen wir mal, keine Ahnung, XY-Sender, willst einen spannenden Film gucken, den du vielleicht noch nie gesehen hast und der läuft gerade mal eine halbe Stunde. Dafür kommt danach aber erstmal 3/4 Stunde Werbung. Dann nach der 3/4 Stunde Werbung kommt der Film, fängt der Film wieder an. Das Problem ist, der Film läuft dann aber nur 10 Minuten und dann kommt wieder 3/4 Stunde Werbung. Es ist so nervig. Und dann Wiederholung. Und dann, Alter, geh weg. Du stinkst, der Magie. Und dann Wiederholung. Ohne Ende. Es kommt Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Furchtbar. Furchtbar. Da gucke ich lieber, wie gesagt, Filme oder Serien irgendwie auf die ganzen Online-Plattformen, die es so gibt. So Netflix, Amazon und tralala. Und wie gesagt, YouTube und Twitch gucke ich ja dann auch noch. So, wo waren wir denn? Ach, Viva macht jetzt... Ach, guck mal an. Viva macht jetzt... gar keine Musikvideos mehr. Was machen die denn jetzt? Aber dann guck auf YouTube mal Bob Burger. Ich guck auch ganz selten noch TV. Okay. Ja, muss ich mal gucken. Was wollte ich gesagt haben? Was macht denn Viva jetzt, wenn die keine Musikvideos mehr machen? Machen die jetzt nur noch sexy Sportclips oder so? Ich weiß es ja nicht. Jamba-Zeit ist ja auch vorbei. Oben auf der Brücke steht eine Kerze und da hinten auch. Ich versuche mal irgendwie auf die Brücke zu kommen. Alter, Alter, geh doch einfach weg, du stinkender Magie. Ich lasse die Kerze noch aus, hier schnarcht jemand und möchte dich schlafen lassen. Wie weit man das Schnarchen hört, ne? Ob das bei mir auch so ist? Da läuft jemand rechts von uns. Zumindest habe ich das gerade so gehört und angenommen. Was Viva macht lange, doch lange nicht mehr viel Musik. Außer irgendwie Guten Morgen irgendwas. Achso. Ja, wahrscheinlich die Morgen-Chartshow oder irgendwie sowas. Oder mitten in der Nacht, wenn du von der Disse nach Hause kommst, hast du Viva angeschmissen, da läuft dann noch ein bisschen Musik. Aber mehr auch nicht. Ah, ich weiß nicht, also die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Komischerweise. Toll, kannst du Kerze auspusten. Ich habe jetzt extra das andere Wort nicht gesagt, weil es wird wieder falsch aufgenommen, wenn ich das sage. Entlarven gesagt. Okay, erster Glockenschlag. Ich weiß nicht, ob wir zweimal den Glockenschlag haben müssen, damit es zu Ende ist. Ich habe keine Ahnung. Es ist so...
Es ist irgendwie so random auch mäßig. Oh, da hinten ist noch eine Kerze, da muss man noch... Nein, was? Ach komm, hör auf. Mist, wo ist die Kerze jetzt? Fuck. Jetzt weiß er natürlich nicht, wo ich bin. Ist natürlich super. Ach komm, schon wieder? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, wo ich jetzt hinteleportiert worden bin. Ich weiß es nicht. Ich habe die Hoffnung, dass ich irgendwie noch eine Kerze finde. Ich sehe aber auch nichts an Kerze. Kerze, mach die mal bemerkbar. Mach dich mal bemerkbar, Kerze. Scheiße. Fuck. Ich bin so am Arsch. Von hier. Ah, da hinten. Oh, klar. Sicher, natürlich. Jetzt, weißt du. Oh, wie fies das immer ist, ey. Dann spawnen die immer direkt vor dir. Geh doch weg! Geh doch weg! Irgendwo hier war noch eine Kerze am... Da hinten. Hier schnarcht schon wieder irgendwie der dicke Nachbar wahrscheinlich. Alter, Alter, geh weg. Geh weg, lass mich. Was, was, wie war es doch jetzt mit Comedy Central verbunden? Weiß ich doch nicht, keine Ahnung. Guck aber auch wenig TV. Ja, ich kenne mich da gar nicht mehr mit aus. Also wie gesagt, klar, Fernsehen, okay, klar, da kommt man noch so nach. Ja, da wie gemein das ist. Komm. Fick dich, Spiel! Fick dich, Spiel! Fick dich! Wie assi das jetzt war. Ich hab keine Lust mehr. Lass uns mal was anderes spielen. Wir gucken mal, dass wir demnächst mal weitermachen hier auf bei Wick, dass wir demnächst da mal irgendwie weiterspielen werden. Dass wir da mal die Nacht rumkriegen. Bis 4 Uhr haben wir es ja bisher geschafft. Ja, ich werde es wie gesagt auch auf YouTube mal hochladen. So ein paar die ersten Nächte und tralala. Und sehen wir uns in der neuen Folge wieder an. Bis dann. Ciao.